Ich liebe Sauna und das ist das Thema von meinem heutigen Video. In meinem Berufsleben habe ich lange Zeit in leitenden Funktionen gearbeitet und die Problematik, die damit verbunden ist, von der gesundheitlichen Seite, ist mir bestens bekannt. Wenn du als Manager arbeitest, steht womöglich in deinem Arbeitsvertrag, dass jegliche Überstunden mit dem vereinbarten Gehalt abgegolten sind. Die Arbeitgeber wissen ganz genau, dass du viel mehr zu tun hast, als in den gesetzlich geregelten Arbeitszeiten möglich ist. Du bist also früher oder später mit stressigen Situationen konfrontiert. Und jetzt ist die Frage, wie gehst du damit um? Viele Leute gehen nach der Arbeit ins Fitnessstudio und strampeln sich an den Geräten ab, um den Frust loszuwerden. Diese Vorgehensweise hat ein paar positive Merkmale. Eine davon ist, du sorgst für deine Zunahme der Muskelmasse, was generell sehr positiv ist. Du sorgst dafür, dass dein Körper allgemein gut funktioniert. Ein Element ist aber nicht enthalten, und zwar die Ruhephase, die Erholung, die Wiederherstellung der nötigen Kraft, die du brauchst für morgen. Diese ganze Regeneration ist hier nicht enthalten. Im Stressmodus bist du in der Lage, sehr gut mit Aktionen umzugehen. Dein ganzer Körper ist darauf getrimmt, Höchstleistung zu erbringen, und das funktioniert wunderbar. Es ist nur zu bedenken, dass dieses Sympathikus-Nervensystem nicht für Dauerzustand vorgesehen ist. Er ist vielmehr für Ausnahmen vorgesehen. Wenn du irgendwo dich verteidigen musst, wenn du von einer Gefahrensituation weglaufen musst, dafür ist das gedacht. Aber nicht für den Dauerzustand. Bedenke bitte, dass nach einer tiefen stressigen Situation du bis zu 10-mal mehr Zeit benötigst, um dich zu regenerieren, als die Zeit, wo du in der Stresssituation geblieben warst. Hast du das jetzt bei deiner Arbeit schon drinne? Wahrscheinlich nicht. Du bist lange Zeit im Büro, hast Stress von allen Seiten und da fällt eben die Regeneration. Die Regeneration ist aber nur bei dem Parasympathikus möglich. Und die beiden Nervensysteme, Sympathikus, Parasympathikus, die schalten sich gegenseitig ab. Darüber habe ich in mehreren Videos bereits berichtet. Wenn du dich vertiefen möchtest, schau mal meine vorherigen Videos dir bitte wieder an. Was wäre also jetzt nötig nach deinem stressigen Arbeitstag? Du kannst ruhig dein Fitnessstudio genießen. Du musst aber auch für Entspannung sorgen, für Regeneration. Das ist zwar in der Nacht ganz gut möglich, dein Körper regeneriert in der Nacht ganz gut. Vorausgesetzt, du kannst lange, also die ganze Nacht, ausreichend viel schlafen und in Tiefschlafmodus. Wenn du immer wieder aufwachst, weil dein Geist die stressigen Situationen auch in der Nacht bearbeitet, dann träumst du vielleicht über irgendetwas, was wiederum belastend ist und wachst auf durch diese Träume. Dann ist das nicht hilfreich. Sorge für Entspannung. Hier ist eine Lösung bestens geeignet für sehr viele Angelegenheiten, nicht nur für deinen Stress, das ist die Sauna. Ich liebe es, weil es prima entspannt. Wenn du nach deinem Fitnesstraining zum Beispiel auf die Idee kommst, dich auf eine Liege in einem Ruheraum zu legen und entspannen, ja, dein Körper wird in dem Moment entspannt, dein Geist aber wahrscheinlich nicht. Du kannst den Geist nicht so schnell zähmen. Er wird immer wieder zu diesen Problemstellen kommen, die du im Laufe des Tages schon auf dem Plan hattest. Du wirst mit deinen Gedanken ständig um diese Problemstellen kreisen, entspannst also auf der geistigen Seite nicht. Wenn du aber in die Sauna gehst, dann wird es höchstens wenige Minuten dauern, dass du mit deinem Verstand auf ein Thema irgendwie kleben bleibst. Das wird ganz schnell verschwinden. Bei diesen Temperaturen kannst du das gar nicht durchführen. Du wirst gezwungen,
in Entspannung zu gehen. Es bleibt dir nichts anderes übrig. Du bleibst dort in der Saunakabine und konzentrierst dich ganz einfach auf deinen Körper, auf dein Wohlbefinden, was da alles passiert. Du kannst nicht irgendwelche großen Probleme damit lösen. Es gibt sehr viele wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass Sauna super für mehrere Angelegenheiten ist. Da gibt es sowohl Vorteile, falls du in den Vorstufen von Demenz bist oder sogar in dem Demenzzustand selber, Diabetes. Die Liste ist keineswegs damit zu Ende. Es gibt viele, viele Vorteile und das Wichtigste ist eben die Regeneration. Bei höheren Temperaturen ist dein Körper gezwungen, jetzt in Hochleistung zu gehen. Dein Herzschlag geht auf mindestens 120 und bei dieser Belastung von außen durch diese erhöhte Temperatur bleibt dem Körper nichts anderes übrig, als diese hohe Blutleistung zu verwenden, um jegliche Sachen, die dort unerwünscht sind, nach außen zu bringen. Du willst mit deinem Schweiß diese ganzen Substanzen, vor allem Toxine, nach außen bringen, die dich belasten. Du reinigst dein ganzes Körper und das ist sehr gut, das ist vorteilhaft, sowohl für deinen Geist als auch für deinen Körper. Und wenn du das regelmäßig tust, dann machst du diese Regeneration sehr intensiv und damit kannst du deine Batterie wieder voll aufladen. Bedenke, dass wenn du das nicht tust, das auf deine Substanz geht und dadurch ist Burnout schon vorprogrammiert. Wenn du das vermeiden möchtest, dann musst du eben regenerieren und Sauna ist dafür bestens geeignet. Wenn du Anweisungen für die Sauna liest, dann wirst du oft sehen, dass nach dem Saunagang empfohlen wird, in ein Becken mit kaltem Wasser zu springen. Einige Zeit habe ich das auch so gemacht, aber irgendwie fühlte ich mich mit diesem Vorgang nicht wohl. Jetzt mache ich was anderes. Ich gehe unter die Dusche, dusche mich lauwarm ab, damit alles, was rausgekommen ist, weggespült wird. Dann ziehe ich meinen Bademantel an, lege mich auf die Liege und entspanne. Und genieße diesen warmen Zustand. Der warme Zustand ist sehr reinigend für deinen Körper. Also ich würde dir empfehlen, diesen Vorgang nicht zu unterbrechen. Die gesundheitlichen Vorteile von erhöhten Temperatur in Verbindung auch mit Wasser kannten die Römer schon. In der arabischen Welt ist das als türkische Sauna sehr verbreitet. In den allermeisten Städten gibt es mehrere von diesen Stellen, wo öffentlich jeder hingehen kann und den türkischen Bad genießen kann. Damit habe ich zwar das Thema nicht vollständig besprochen, aber dir die wichtigsten Hinweise gegeben. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Also bis zum nächsten Mal. Ade.